Hallo meine lieben Oldtimer-Fans, wir haben wieder Samstag 11 Uhr und da heißt es wieder Alte Liebe rostet nicht bei mir auf dem Kanal. Und dabei ist mein Freund Holger, hallo. Hallo René, hallo zusammen. Schickes Hemd hast du an, frisch gebügelt, das sieht so glatt aus. Ja, mal schauen, wie es nachher aussieht. Durchgeschwitzt. Ja, denke ich. Ja, gut. Ja, wir haben es wieder geschafft, Holger. Eine Woche haben wir überstanden ohne Oldies. Jetzt dürfen wir wieder. Ja, Gott sei Dank. Und ja, eigentlich wollen wir hier weitermachen, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Ne? Da hatten wir ja gekalkt. Unter der Woche haben wir das Feld noch gegrubbert. Und jetzt sind wir dabei, hier Mais zu legen. Weil wir ja gesagt haben, wir brauchen mindestens zwei Felder mit Mais. Die Schweine fressen uns ja den weg wie nix. Richtig, zumindest, dass du nicht gleich, nicht gleichzeitig fertig sind, beide Felder, ne? Dass wir immer wieder was haben. Eben, ja, das andere ist ja schon, sieht man jetzt nicht, ich kann ja dann hinten mal lang gehen, ein bisschen rausgewachsen, ne? Da steht er vielleicht so 20 Zentimeter hoch, der Mais. Genau. Gut, dann würde ich sagen, du hast ja da hinten schon den grünen mit den gelben Felgen und ich habe den kleinen roten. Der ist so klein, den sieht man gar nicht von hier. Auf dem Finsten. Ja, doch, doch. Ja, gut. Also. Los geht's. Los geht's, genau. So, und ich laufe mal hier hinten lang. Da gucken wir nochmal, wie es mit dem Mais aussieht. Ja, der sieht nicht schlecht aus. Ich denke, das sind schon mehr wie 20 Zentimeter. Sehr schön. Ja, und wenn wir dann hier fertig sind, haben wir gerade festgestellt, das war uns irgendwie ein bisschen vom Schirm gerutscht, ne? Dass wir noch ein Feld mit Sorghumhirse haben, was wir dreschen müssen. Ja, also das habe ich echt komplett vergessen. Also das ist ja, naja, passiert. Naja, und das ist Feld 20 unten rechts auf der Map. Da waren wir, glaube ich, auch noch nie, ne? Nö. Also ich wüsste es jetzt nicht wirklich. Ja, doch. Du müsstest da in der Kante gewesen sein, zu verkaufen mal oder so, ne? Ja, aber ich meine jetzt mit der Kamera oder so waren wir noch nicht da, dass man jetzt sagen könnte, okay. Aber schönes Wetter haben wir heute. Das ist gut. Ja, Gräbach hat immer schönes Wetter, finde ich. Wie schnell fahren wir denn jetzt hier? Keine Ahnung. Also 11 ist mir jetzt ein bisschen viel. Ich fahre 8. 8 klingt gut. 8 ist sachte, weißt du. Haha, sehr gut. Wortspiele, ich merk's schon. Naja, und es ist schon besser, wenn wir das hier zu zweit machen, weil ja, mit dem Zweireiher, das geht ein Stück, ne? Ja, das haben wir ja auf der 14 gesehen. Oh, Halleluja, da haben wir ja auch ordentlich dran gehangen. Ja, was muss, das muss, ne? Oder was mut, dat mut. Was mut, dat mut, genau. Die Saat legt sich nicht von alleine. Richtig. Und wie gesagt, die Schweine, die fressen uns ordentlich den Mais weg. Da müssen wir Nachschub ranbringen. Genauso müssen wir irgendwann auch noch mal über Wurzelfrüchte, sprich Rüben oder Kartoffeln nachdenken. Das sah jetzt so viel aus, aber in der Mischanlage ist es ganz schön zusammengerutscht. Da müssen wir mal gucken, welches Feld jetzt, das darf ja auch nicht so groß sein. Ja, das ist richtig. Die hier sind da schon bald einen Tacken zu groß. Was wir uns überlegen könnten, wenn wir die 20 heute noch dreschen, gucken wir uns die mal an. Die sieht jetzt auf der Map nicht so riesig aus. Vielleicht könnten wir ja dort für die Zukunft was machen mit gewurzelten Früchten. Ja, ich denke, wir würden sie sowieso, wenn dann sowieso wieder teilen. Ne? Halbe, halbe. Können wir machen auf jeden Fall. Den Schweinen ist es zwar hinten raus egal, ne?
Die fressen alles. Jo. Das stimmt wohl. So, gut. Ja, es fällt mir gleich gar nichts ein. Worüber quatschen wir denn heute? Hast du einen Vorschlag? Vorschlag. Worüber wollen wir reden? Über das Wetter brauchen wir nicht reden, das ist chaotisch genug. Ja. Schwierig. Momentan. Aber wird garantiert noch was einfallen. Ja, irgendwann wird uns schon noch was hier einfallen, denke ich. Aber im Moment habe ich jetzt auch gerade so eine kleine, wie sagt man so schön, eine schöpferische Pause. Ja, man muss ja auch leider, so ist es ja mittlerweile auch so ein bisschen aufpassen, worüber man redet, ne? Ist ja nicht. In welcher Form meinst du das jetzt? Hat uns irgendwas? Nee. Ist uns was ans Bein gelaufen? Nee. Nein, das nicht. Aber das wollen wir ja auch nicht, ne? Das auf keinen Fall. Nee, nee. Und ja, da bleiben wir ja auch dabei. Keine Politik hier. Nee, nee. Deswegen, also da gäbe es ja Gespräch doch ohne Ende. Und haben aber gesagt, das lassen wir hier ja raus, weil es geht hier nicht ums Politische, hier geht es um Spaß. Genau. Hier geht es um ganz gemütlich LS spielen. Und nicht mehr und nicht weniger. Genau. Jo. Ansonsten, wie war deine Woche? Ja gut, ich meine, wir können ja so weit sagen, dass wir an dem Projekt da fleißig am Basteln sind und eigentlich so weit final sind. Ja, das hatte ich jetzt auch gerade überlegt, aber das wollte ich mir noch ein bisschen aufsparen. Aber gut, okay. Ja, ist nicht schlimm, Holger, um Gottes Willen. Nee, du hast schon recht. Also es liegt so ziemlich in den letzten Zügen. Ja, und dass wir sehr wahrscheinlich uns einen Termin überlegt hätten, ne? Für den Livestream. Genau, da müssen wir aber noch mal sehen, ob das wirklich bei uns beiden passt. Ich sage jetzt mal, was wir besprochen haben, Holger, 90% ja. Ja. Und na, dann schauen wir mal. Also es wird nicht mehr sehr lange dauern. Können wir einfach mal so sagen. Richtig, genau. Aber es sind noch hier und da so ein paar Kleinigkeiten und so ein paar Wehwehchen, die ausgemerzt werden müssen. Und dann kann es losgehen. Also seid überrascht oder lasst euch überraschen, seid gespannt. So. Wir werden euch frühzeitig informieren. Genau so machen wir das. Genau so. Wie sagen die anderen immer, ne? Die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt oder so. Naja, ich denke, das wissen unsere Leute hier, ne? Ja, aber sagen die anderen immer so gerne, ich weiß ja nicht. Naja, das ist so der Standardspruch, ne? Also ich mach's ja auch so mit den YouTubern, die ich abonniert habe. Wenn mich da wirklich immer was interessiert und der jedes Mal doch auch ein Video bringt, wo ich sage, okay, das würdest du dir gerne anschauen, dann mache ich die Glocke natürlich auch an. Aber von jedem auch nicht, weil sonst geht das manche Tage hier bing, bing, bing in einer Tour. Das kann dann auch mal ein bisschen zu viel werden. Ja, das ist so wahr. Mhm. Vor allem, wenn die Herren sich dann überlegen, an einem Tag alle ein Video rauszubringen, dann wird es überhaupt nicht mehr zu rappeln am Ende. Wobei, das teile ich mir dann schön auf. Ne? Also wie gesagt, es sind ja die verschiedensten Sparten, was ich da gucke, vom Autotuning über LS, über Real-Life-Landwirtschaftsvideos und. Aber dann teile ich mir das ein bisschen auf. Und dann sage ich, dann guckst du heute mal die drei und nächsten Tag die anderen. Ja, gut, aber die Glocke, die bimmelt ja trotzdem an dem Tag. Die Glocke bimmelt an dem Tag, genau. Das meinte ich ja. Es kann dann sein, dass wirklich an einem Tag sich wirklich alle überlegen, dann heute bringe ich ein Video raus und dann ist es nur noch am Bimmeln. Das ist wohl wahr. Na. So, irgendwie hat er jetzt hier ein bisschen zu tun. Ich weiß auch nicht, was kämpft er denn hier? Unebenheiten im Feld vielleicht. Naja. Ja, dem sollten wir wahrscheinlich schon auch vorne noch ein 100 Kilo Gewicht spendieren hier. Weil es geht. Aber ja, beim Wenden manchmal hast du dann schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Vorderachse ein bisschen leicht ist.
100 Kilo, die da was bringen. Ja, es gibt ja bei dem Porsche Pack zwei Gewichte dazu. Wenn du das größere der beiden nimmst, wo ich jetzt nicht aus dem Stegreif weiß, wie viel Kilo das ist, habe ich probiert, wenn du da hinten keinen Anhänger oder Anbaugerät dran hast, spickt der dir mit der Schnauze vorne in den Dreck ein und du kriegst den nicht wieder raus. Das ist immer ein anderes Fahren, ne? Oder wie man das? Komplett anders. Der hebt hinten den Arsch, die Hinterräder hängen in der Luft, das habe ich probiert. Und du kommst nicht wieder. Der spickt dann richtig in die Map ein und du kommst nicht wieder raus da. Oh, komisch, ey. Hilft dann nur verkaufen das Ding und dann steht er wieder gerade. Oh, gut. Natürlich auch eine Alternative, ne? Auch klappt nicht, verkauft man direkt wieder und wieder neu kaufen. Ja, ne, aber. Ja, gut. Da muss man, oder man macht es eben halt so, dass man erst was hinten dran hängt und dann vorne das Gewicht vielleicht eventuell. Ja. Oder eben, wie gesagt, dieses 100 Kilo Gewicht, das ist für die meisten Sachen ausreichend. Wie gesagt, der Schlepper ist ja auch so klein. Das ist ja jetzt nichts für schwere Feldarbeit hier, ne? Oh, ich meine, wir schonen die aber alle nicht, ne? Die Geräte eigentlich. Ne, das ist schon richtig. Aber manche Sachen kann er halt wirklich nicht, ne? Also, da merkst du dann, da helfen auch Gegengewicht nicht. Das ist einfach too much. Also aber wir haben ja für jeden was. Ja, ich frage mich gerade, wer sich das hat einfallen lassen, hier eine Laterne hinzusetzen. Ach, siehst du, da war auch noch was, ne, mit Laternen. Hm. Ja, bestimmt. Da wolltest du mal irgendwie eingreifen. Naja, gut, aber das, die Möglichkeit bietet sich ja jetzt bald, dass ich das machen kann. Na, wenn wir dann auf den Server tauschen, die Maps, dann ist das mal einfach gemacht. So, wie viel haben wir denn noch? 20% Saatgut? Ja, wir reizen das noch ein bisschen aus hier. Ja, wir haben ja normalerweise die gleiche Drille, ne? Wieso geht bei dir so viel? Achso. Da war schon was raus. Ich hatte nicht mit einem vollen Tank angefangen. 125 Liter gehen da, glaube ich, rein, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und ich habe ja schon hier vorne ein paar Bahnen gemacht. So, und die Ernte ist ja auch auf den realen Feldern überall im vollen Gange. Ne? Ich weiß nicht, ob du das im Discord gesehen hast, Holger, dass da beim Philipp oben, dass die schon mit dem Weizen anfangen. Hier bei mir in Sachsen steht die Gerste noch auf dem Halm. Wer ist Philipp? Der Campi. Ach so, ja, dann sag das doch. Ja, stimmt. Sorry. Weiß ich, wer Philipp ist. Ja, der hatte doch gestern oder wann Bilder reingemacht und dass die noch ein bisschen Raps. Raps ist bei uns auch noch nicht dran zu denken. Der sieht zwar gelb aus, aber ich denke, der ist auch noch nicht so weit. Also da merkt man schon, dass es oben in der Magdeburger Gegend dann doch ein paar Grad wärmer ist alles. Gut. Kommt jetzt auch, glaube ich, darauf an, ne? Die werden ja auch nicht auf der Welt am gleichen Tag alles eindrillen. Ne? Also. Das kommt natürlich auch noch dazu, ne? Es ist ja kein Spiel. Ja, eben. Also daher. Denke ich mal, es kann ja sein, dass sie ziemlich früh eingedrillt haben und deswegen, ich will jetzt nur mutmaßen, aber dass sie deswegen schon als erster dran sind, quasi mehr oder weniger. Vielleicht. Nee, ist richtig, richtig. Ja, und ich sag mal, meine Gegend ist dann doch vielleicht noch 1-2 Grad übers ganze Jahr gesehen kühler. Und dann dauert es halt. Aber na gut. Ein Feld habe ich wohl gesehen, da haben sie schon gedroschen, aber das war's dann auch. Ansonsten ist alles noch auf dem Acker. Uiuiui, nicht hier dran knallen, schön sachte fahren. Ja, aber jetzt mal die Frage so an die wirklich realen Bauern bei uns in der Community. Es ist doch normalerweise so, dass nach dem Raps die Wintergerste kommt, oder ist das vorher? Erntetechnisch, also, oder was meinst du jetzt? Genau, erntetechnisch. Ich bin der Meinung, Raps kommt später dran, ne? Erstmal die Wintergerste, würde ich sagen.
Winterweizen, sowas vielleicht. Ist meine laienhafte Meinung dazu. Ja, keine Ahnung. Klärt mich mal auf, bitte. Das wäre ganz lieb, weil... Ich krieg's ja hier so im Bergischen ja eigentlich nicht so mit, ne? Da haben sie ja nicht so diese großen Reihenfolgen, was es hier betrifft, weil hier wird der Raps gar nicht bei uns hier angebaut. Wollte ich sowieso schon lange mal fragen, wie ist es denn bei dir mit so mit Feldern rundherum? Ist da einiges an Landwirtschaft jetzt außerhalb von deiner Heimatstadt auf dem ländlichen? Ich komme ja vom Land und eigentlich, ja gut, es sind ja alles diese Kleinbauern. Ne? Wir haben eigentlich nur einen großen Lohnunternehmen in der Nähe. Sonst haben wir ja alles auch so kleine Bauern. Ne? Die haben hier und da ein bisschen Viehwerk, ne, sag ich mal. Mhm. Aber klar, ist Grasland, aber Raps ist ja hier gar nicht. Also ich sag mal Gerste, ja. Und Weizen hauptsächlich, ne? Sonst nichts. Nicht. Und auch Mais. Kein Mais auch, oder? Ja. Ja, Mais natürlich auch. Obwohl jetzt bei uns der Mais, den die Landwirte hier so eindrillen, auch für die eigene Verfütterung ist. Also Futtermais. Ich jetzt irgendwie für eine BGA oder sonst irgendwas. Ja, was mir ein bisschen aufgefallen ist dieses Jahr, also ich kann jetzt auch bloß für meine Ecke hier sprechen, rund um meinen Wohneck da sind ja doch viele Felder, geht ja dann ins Dörfliche raus, dass sehr viel Unterschiedliches auf den Äckern steht. Ich habe Tritikale gesehen, ich habe Hafer gesehen, habe ich jahrelang nicht gesehen, dass die Hafer angebaut haben. Und dann war noch irgendein Feld aus der Ferne, also es sah aus der Ferne aus wie Sojabohnen. Jetzt weiß ich nicht, ob Sojabohnen bei uns hier in der Region gedeihen würden. Ich konnte aber auch nicht ranfahren, um zu gucken. Sah jedenfalls ganz, ganz komisch aus, sage ich jetzt mal. Kannst jetzt nur mit dem vergleichen, was ich so vom Spiel her kenne. Ne? Ich habe noch keine Sojabohnenpflanze live gesehen. Ja, bei uns ist hier wirklich nur hier Milchvieh und Schweinemast geht noch, aber ist es doch weniger geworden. Von den Auflagen her, das sind ja alles alte Bauernhöfe und du kriegst ja heute Auflagen ohne Ende. Deswegen sind viele Schweinemastbetriebe eigentlich, oder haben das eingestellt, ne? Weil da gab es wirklich viele hier bei uns. Naja gut, das ist ja generell der große Unterschied, sag ich jetzt mal, zwischen Ost und West. Ne? Also hier waren ja in der DDR schon immer die großen Felder, nach dem Krieg wurden ja dann, oder 50er Jahre und dann die LBGs gegründet und die Bauern auch ja oftmals gezwungen da reinzugehen. Ne? Nicht jeder wollte das unbedingt. Und dadurch sind ja dann diese riesengroßen Flächen entstanden. Ne? Und eben auch die großen LBGs. Heute heißen sie Wirtschaftshof oder sonst irgendwie. Gerade bei mir in der Nähe ist ein sehr großer Wirtschaftshof. Ne? Die bewirtschaften 1300 Hektar. Bei uns hier gar nicht. Also. Und wir haben ja noch in der Schule, also in der DDR-Schule gelernt, ne, im Westen gibt es noch diese berühmten Handtuchfelder. Ja. Kleine Felder, wo du halt mit so einer Technik teils hier arbeiten kannst, auch heute noch, wie wir sie jetzt gerade nehmen hier. Also ich sag mal hier, bei mir hier so im Umkreis, siehst du selten einen neuen Schlepper. Also oder modern, sagen wir es mal so. Jetzt nicht Oldtimer, aber du hast hier viele Youngtimer rumfahren. Gut, mit dem Lohner ist natürlich eine andere Sache. Aber ich sag mal so, die Landwirte, die hier so in der Gegend sind, die sind alle klein. Die haben, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Felder, kleine und eine Wiese oder 2. Dann hört es auch schon auf. Ne? So. Und das machen die alles mit 1, 2. Die meisten haben 2 Schlepper auf dem Hof. Da siehst du nichts hier, soll ich jetzt sagen, was Hochmodernes, siehst du nicht. Nee, das ist klar. Also, und es lohnt sich ja dann auch nicht, einen großen Drescher zu kaufen, wenn ich so ein 2-Hektar-Feld habe. Das ist halt dann hier der riesengroße Unterschied. Ne? Und das ist auch bei mir hier, also
gerade in der Gegend ist vornehmlich John Deere wird hier gefahren. Ne? Fendt, ja gut, die haben auch der Wirtschaftshof, von dem ich gerade sprach, die haben auch 2,1050, haben die auch. Aber ansonsten ist alles grün mit gelben Felgen und Drescher halt Glas. Die großen, die Lexion, Bandlaufwerk, ja, und dann vorne eben auch mal 5 Stück aufs Feld. Also das ist schon ganz ordentlich. Nee, das gibt's bei uns nicht. Und wie gesagt, bei uns ist es sogar so, dass die Bauern untereinander das sogar absprechen. Wenn jetzt einer zu wenig Fläche zum Beispiel hat und der andere, der hat eben halt, weiß ich nicht, eine Fläche frei, dann wird er untereinander gemauschelt. Wie sieht das aus? Das müsste mal angebaut werden, hast du dazu Lust? Ja, nein, dann teilen die sich das hier. Also das ist so mitten auch untereinander, auch mit den Gerätschaften, die so ein bisschen ausleihen. Ne? Brauchst du deine Drille? Ja, nein. Kann ich die mal haben? Ja, und, ne? Ja, verstehe. Allein um die Kosten auch klein zu halten. Und was bei uns jetzt dieses Jahr auch im großen Stile angebaut wurde, war Grassamen. Ne? Dieser, ich glaube, war es Wiesenschwingel, ich glaube, so heißt er. Den haben sie ja nun schon gedroschen. Also da waren Felder wahnsinnig viele. Und zusammengerechnet waren das doch einige hundert Hektar. Ja, ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. Bei uns ist das hier zum Beispiel so, für so und so viel Hektar, was du hast, musst du so und so viel, für Insekten quasi so. Also wir haben meistens diese Sektenstreifen drumherum auf diesen Feldern. So Blühstreifen. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, wie das jetzt sagen, wie das heißt. Das hatte sich geändert gesetzlich, das mussten die alle umändern. Nee, was ich aber meine, ist wirklich diesen Wiesenschwingel, ja doch, hieß er so, ist ja wirklich als zum Saatgut anbauen, ne? Also um Grassamen daraus zu gewinnen. Da standen überall so eine Schilder dort und auch Versuchsfelder waren da teilweise dabei. Also, ja. Fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Vor 2 Jahren haben die das schon mal gemacht. Und es ist halt schwierig, das Zeug zu dreschen. Den einen habe ich beobachtet. Der war ständig nur am Anhalten, Schneidwerk hoch, wieder rückwärts setzen. Wahrscheinlich, weil das Zeug eben dann auch so dünne Stiele hat. Das bricht ja unheimlich schnell. Ne? Regen und Wind und dann ist ruckzuck alles am Boden. Da ist ja Getreide, denke ich, viel, viel stabiler. Vom Halm her. Also bei uns ist das, wie gesagt, so, die müssen die alle für die Bienen und für die Insekten was machen jetzt. Oder haben die schon gemacht, so. Teils der Pflicht geworden. Das habe ich jetzt hier noch so noch nicht beobachtet. Ich habe ein großes Kartoffelfeld auch in der Nähe. Dort haben sie einfach Gras angedrillt rundherum, ne? Dass die kein Vorgewände haben, sondern einfach einen ziemlich breiten Grasstreifen, so 30 Meter würde ich denken. Und dann ist gut. So, gut ist ein schönes Stichwort. Wenn du zurückkommst, müsstest du das alles fertig kriegen oder soll ich nochmal mit hinter? Was denkst du? Nee, das schaffe ich. Na? Kannst schon mal Gerätschaften wieder zurückbringen. Dann würde ich nämlich hier mal den kleinen Junior zu Bett bringen, hätte ich beinahe gesagt. Zurückbringen auf den Hof. Können wir den Drescher flott machen. Da ist ja ein Weg bis da 20 runter. Ja. Das geht ein Stück. Oh, jetzt merkt man es hier auf diesem unebenen Feldweg. Uiuiui, da hebt er dann schon vorne mal kurz ab hier. Gute Porsche. Sachte, 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 sag ich mal. So, der eine Strohballen liegt immer noch hier. Da habe ich mit Holger vor der Aufnahme haben wir wieder orakelt, wie es denn funktioniert. Ich hatte 2 gefunden noch, die lagen hier so ein bisschen im Gebüsch rum.
Da dachte ich, machst du Ordnung, schmeißt die rein. Ja, einen habe ich losgekriegt, aber den anderen nicht. Und ich habe den an derselben Stelle und wieder probiert und wieder probiert. Also der Stall macht, was er will. Ja, keine Ahnung. Ich hatte ja im Livestream da auch das Problem. Ich musste erst loses Stroh einfüllen und dann nahm er Ballen, vorher nicht. Deswegen, also keine Ahnung. Irgendwann wird er weg sein oder liegt immer noch da. Oh, ich denke auch, irgendwann ist er verfault. So, ich nehme jetzt aber gleich den guten Porsche hier und tucker da hier hoch. Keine Lust hier hoch zu laufen dann. Hier steht wieder die Tür vom Plumpsklo offen. Ui, ui. Ja, ist manchmal besser, wenn die offen ist. Wobei, so dicht ist das Gebäude nicht, eh? Oder die Holzbude-Gebäude. Kann man es nicht mal nennen. Da ein Bretterverschlag, ein Loch drin. Genau. Herz drin und ja, zieht durch alle Ritzen, weil es sind ja mehr Ritzen wie zusammengefügte Bretter. So. Ich sehe gerade, den Häcksler haben wir nach dem letzten Einsatz auch nicht sauber gemacht. Der steht vor Dreck hier. Der wird ja eh wieder dreckig. Mann, Mann, Mann. Der wird ja eh wieder dreckig. Ja, ja, ich habe es schon gehört beim ersten Mal. Ja, ja. Oh, der Ballen ist weg, ne? Ist jetzt nicht dein Ernst? Doch. Ich bin gerade dran vorbeigefahren. Beweis ja. Gibt's ja. Er ist weg. Klingt komisch, aber ist so. Klingt komisch, aber ist so. Gut. Allererste, wenn man in den Fortschritt-Drescher einsteigt, ist auf die Tanknadel gucken. Genau. Ganz wichtig. So. Das Ding ist voll, das ist gut. Dann mache ich mich mal so ganz langsam schon auf den Weg, weil, ja, mit schnell ist da nichts. Nö, ich komme damit Anhängern hinterher. Na, Herr Lanz, Rückwärtsgang bitte. So, ist richtig. Wo hast du deine Drille hingetan? Die hängt noch am Porsche und es steht oben, wo der Drescher steht. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Lust gehabt zum Laufen. So, okay. So, jetzt wollen wir uns erstmal hier raus. Frickeln auf die Straße. Gut. Ja, ich laufe aber noch raus. Ich hole den Unimog noch rein. Du kannst auch dir noch, was weiß ich, ein zweites Frühstück gönnen. Wie gesagt, 20 km/h, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schnell. Ja, hätte ich mir Badeklamotten einpacken können, wenn ich noch im See eben ein bisschen baden gegangen. Kannst du machen. Vielleicht ist ja hier der, wie heißt denn der Typ gleich, der mit dem Boot immer rausfährt und dort angeln geht. Hm. Weißt, wen ich meine, ne? Ich komme gerade nicht rauf. Mir lag schon Siggi auf der Zunge, aber nee, Siggi. Na, Siggi ist auch so ein Thema, hä? Wieder nicht da, der Kerl. Hey, ist wieder auf Wanderschaft. Stell dir vor, du hast einen Hofhund und hast auch keinen. Ja, dem ist anscheinend zu langweilig auf dem Hof, keine Ahnung. Ja, der hat doch zu tun, der soll nach den Hühnern gucken, dass der Fuchs da nicht uns welche wegklaut und. Zu tun hat er eigentlich genug. So, hier vorsichtig rum. Tankstelle, auch kein Mensch hier. Na ja, gut, bei den Preisen, ne? Obwohl ich ja gesagt habe, die Woche war wirklich auf 1,73 oder 74. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Dann habe ich das gesagt gestern, ne? Ja.
ihr Glücklichen, kann ich da nur sagen. Ich war heute Vormittag unterwegs. Donnerstag, Aufnahmetag, ne? Nur nochmal zur Erklärung. Da war der Super E5 1,90 Euro. Jo, teure Gegend bei euch da. Sag ich dir. Aber er weiß, ne, wie lange das so bleibt. Also nee, der 1,74. Ich habe heute nicht geguckt. Also ich wüsste jetzt nicht heute am Donnerstag, wie es heute ist. Kann ja auch schon wieder anders sein. Das ist richtig. Weil es ja mittlerweile wie Lotto spielen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo kommen wir denn auf das Feld hier rein? Warte mal, hier ist doch die Plattenstraße, genau. Das ist gut hier. Und da werden wir, denke ich, auch hier anhängen. Das ist eigentlich ein ganz guter Platz. Halt nur nicht ins Wasser fahren, das wäre gut. Ich denke, so passt's. So, Sorghumhirse. Dann bin ich mal gespannt, wie viel wir da rauskriegen hier. Warte mal, wir setzen uns mal rein, da geht es viel, viel schöner. So. Zack. Gut. Nach einer Gelenkwelle oder so braucht man nicht suchen hier. Das wissen wir ja bei dem Mod. Ist aber nicht schlimm. Ja, aber so klein ist das Feld nicht. Also wenn man hier Rüben und Kartoffeln, Holger, oje, oje. Ich guck gleich mal, aber ich denke, das ist auch immer das Teil. Ja, es ist trotzdem noch viel. Es ist trotzdem noch viel. So, die Mühle war voll getankt, aber es ist schon wieder ein ganz kleines bisschen weg von der. Vom ganz vollen. Hat ja einen ganz guten Verbrauch eigentlich, ne? Nur mal sehen, ob wir hier über die Distanz kommen auf dem Feld. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Jetzt, wo er noch richtig arbeiten muss, hier der Kumpel. Immer noch ein geniales Teil der Drescher hier. Da wackelt alles und klappert alles. Ja, ich denke, den zweiten Drescher brauchen wir nicht, oder? Nö, würde ich nicht denken, Holger. Wir hatten dann vielleicht noch Zeit, jetzt werden wir noch die 14 güllen, hä? Oder die, ja doch, die 14. Diesmal habe ich es nicht verdreht. Nee, stimmt. Diesmal. Siehst du? Ich habe auch geübt eine ganze Woche, Mann. Nicht die 4, die 14, nicht die 4, die 14. Genau so ist es. Aber es kommt ganz gut runter hier, muss ich sagen, weil ich bin jetzt einmal fast rundrum. 82%. Okay. Ist nicht schlecht. Ja, gut. Dann werde ich mal hier das Röhrchen rausklappen. Obwohl wir ja gelernt haben, ne? Hat uns ja einer mal geschrieben,
Bei dem 512er war das noch... jetzt habe ich wieder getrieft. War das ja noch so, dass du das mit der Hand... Da war noch nichts mit Hydraulik. Ja, gehst gleich am besten mitten durch, dann kann ich den in die Mitte reinstellen, weil ich wüsste jetzt nicht, sonst könnte ich nämlich schon anfangen, die 14 zu bilden vielleicht. Ja, ich will mal fix hier ein schönes Bild machen, das sieht gerade so schick aus. Der schöne Schlüter, der alte Drescher. Bin ich gekämmt, schlimm? Nö. Oh, sorry, es war jetzt keine Absicht, aber da war noch die A-Säule und der Luftfilter davor. Ja, siehst du mal. Dein Hemd habe ich bloß erwischt. Ach. Ja, weil ich würde so lange warten, bis du in der Mitte durchgestochen hast und dann würde ich mich auf den Weg machen, weil die Anhänger kommen es ja ran. Ja, genau, so machen wir das, ne? Ich würde sagen, ich drehe jetzt hier noch die Runde zu Ende. Das Feld ist ja eigentlich schön gelegen hier, weil es ist schön Platz rundherum. So, meine Mitte. Jetzt darf ich sie mir wieder suchen. Ich nehme die Birke hier vorne. Das ist ein sehr gutes Ziel. Kannst du vorher mal wieder reinfahren, oder nicht? Du wolltest jetzt rausgelassen, das Ding. Das war eigentlich immer draußen. Oh Mann, sorry Leute. Das war bei den Dreschern eigentlich immer draußen. Wir sind hier nicht im Osten, oder? Sind wir im Osten? Krebach liegt so ziemlich an der Grenze. Ja, mach's halb raus. Ja, vorne auf Halbmast. Jetzt bis zur Mitte hinter dir her und dann koppel dich ab. Genau, dann stellst du die Dinger dahin. Gut ist, da reicht ja auch eh ein Vorgewende hier. Also wie gesagt, genug Platz rundherum. Ja, Alex, wo bist du? Du fehlst hier irgendwie. Eine Person zu wenig. Grüße an dieser Stelle an diesen Haus. Ja, von mir auch, Alex. Und ja, überhaupt. Wäre schön, wieder mal von dir was zu lesen. Oder seid ihr gar in Urlaub? Könnt ihr ja auch noch sein. Siehste, Urlaub, ihr lieben Leute. Was habt ihr denn dieses Jahr so geplant, urlaubstechnisch? Also heute ist ja ganz schlimm mit dem Frosch hier. Meine Güte noch einmal. Das ist eine ganze Armee Frösche bei dir. Ich weiß nicht, weil wir hier nahe am Teich sind. Drosseln. Das schießt ja jedes Mal los hier, wenn ich das Schneidwerk hochnehme. Ja, wo geht's denn so hin bei euch in Urlaub? Ich für meinen Teil kann sagen, wir fahren in die Lüneburger Heide. Also bleiben schön in Deutschland. Ich habe keinen Urlaub. Ich krieg dieses Jahr keinen Urlaub. Du kriegst keinen Urlaub? Nee, meine Frau fliegt wirklich nicht. Naja, das ist natürlich nicht so schön, ne? Weil ich finde, Urlaub hat irgendwo jeder verdient. Nächstes Jahr hoffe ich auch mal, dass ich mal wieder rauskomme. Okay. Also ich arbeite dran. Ja, das ist eigentlich auch bei uns der Plan fürs nächste Jahr dann mal wieder einen größeren Urlaub oder auch mal vielleicht ein Stück wegzufahren, wobei ich jetzt nicht unbedingt der Fan bin, der da sonst wie weit um die Welt fahren muss.
Also wenn alles wirklich zu 100% klappt, dann gibt es nächstes Jahr mindestens mal für 6 Wochen Urlaub in Madrid. 6 Wochen? 6 Wochen, ja. Hut ab. Ja, 6 Wochen. Bin ich da nicht zu erreichen. Wobei, ich muss sagen, 6 Wochen in Madrid, da hast du bestimmt auch noch nie alles gesehen. Ne? Das ist nicht zu viel, aber das ist schon mal eine Hausnummer. Also ich fahre da auch nicht hin, um die Uhr zu machen, sondern auch ein bisschen, um zu arbeiten. Okay. Weil einer meiner Töchter ja vorhat, da eine Wohnung oder eventuell ein Haus zu kaufen. Und dann ist da ein bisschen was zu tun. Ah, da muss Daddy also zum Ausbau ran. Genau, Urlaub und Ausbau quasi in einem. So ist es geplant. Also wenn alles klappt, dann ist jetzt nicht nur arbeiten, es ist auch wirklich dann Urlaub, aber es verbindet man halt dann miteinander. Naja, soll ja eine sehr, sehr schöne Stadt sein. Also ich war noch gar nicht in Spanien, muss ich dazu sagen. Und aber was ich so gehört habe von den Leuten, die in Madrid waren, die sagen, das ist eine Megacity, ne? Das stimmt wohl, ja. So, fahren wir wieder hier vor, ist, denke ich, der kürzere Weg. Mensch, ich habe das Güllefass gefunden, meine Güte. Wieso, das war doch da. Ja, aber wir hatten ja ein größeres geholt, weil das kleine Porsche-Ding ja hier so, weißt du? Ach, das größere meint, ja, alles klar, jetzt habe ich's verstanden. Weil das genau. Porsche-Güllefass, ja, das wusste ich, aber das andere, wo wir das hingefahren haben, wusste ich jetzt nicht, aber ich hab's gefunden. Hättest mich auch fragen können. Oder so, ja. Aber wer fragt, ist meistens faul zum Suchen oder so. Na, den Spruch kenne ich ein bisschen anders. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. das gibt's auch, ja. Lass mal einen Schluck aus der Wasserflasche nehmen. Also heute ist irgendwie ganz, ganz komisch. Mach dir mal einen Tee, das hilft auch. Es geht aber jetzt schlecht. Da müsste ich ja jetzt anhalten, in die Küche gehen, einen Tee machen und wer nimmt denn dann auf? Keiner. Ja. Müsst bloß vorneweg machen mit dem Tee, ne? Das wäre natürlich noch eine Lösung. Also seitdem ich abends Tee trinke, geht es mir also eigentlich besser. Das wissen ja noch viele Leute nicht. Also ihr kennt mich ja eigentlich nur als Kaffee-Junkie, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt abends mal so ein bisschen dran gelassen mit dem Kaffee. Auf Tee. Aha. Und seitdem, ich kann es ehrlich sagen, geht es mir ein bisschen besser. Naja gut, das abends noch Kaffee und ja, ich weiß ja auch von deinem Erzählen, es war ja nicht wenig Kaffee, ne? Nö. Das nicht, aber mit dem Tee läuft es besser. Also Tee, muss ich sagen, wir trinken auch viel Tee, so ist es nicht. Gerade zum Abendbrot, also trinke ich gerne eine Tasse Tee. Auch vor allen Dingen bei dem heißen Wetter ist das gut. Naja, das stimmt schon. Man soll ja auch lauwarmes trinken und nicht eiskalt, ne? Genau. Aber naja, gut. Wie gesagt, wenn wir aufnehmen, habe ich meistens hier eine Flasche Wasser neben mir stehen. Aber heute ist eben, wie gesagt, irgendwas ist heute komisch. Mehr Frösche liegt an dem Teich, der in der Nähe ist. Ich schieb's mal da drauf. Ja. Jetzt bin ich nur froh, dass die 14 direkt eigentlich neben dem Güllebecken so ein bisschen liegt, weil das ist doch schnell fix raus hier. Das geht rucki zucki, ne? Ja, gehen 3200 Liter rein, also ist nicht die Menge. Und die sind ganz fix wieder draußen. Ja. So, aber ich werde mich dann hier mal für die Seite bloß entscheiden, weil das ist mir zu viel Leerfahrt hier hin und her.
Naja, aber es kommt doch einiges zusammen an Sorghum hier. Ich weiß es nicht. Mal sehen, was am Ende sich in den Anhängern befindet. So, und die Frage, was machen wir dann damit, ne? Ja, man kann es verfüttern. Man kann es verkaufen. Du kannst ja mal schauen, bitte, was denn so der Preis macht. Was der Preis macht. Sorge macht Sorge. Ich hoffe nicht. Ah, höchster Preis bei 790. Ich habe jetzt keine Ahnung bei Sorge, aber es klingt nie so viel. Ja, gut, wenn ich jetzt mit Weizen oder Gerste vergleiche, liegt eigentlich gleich. Aha. Ja, so ziemlich gleich. Ja, was haben wir denn noch so? Gerade auch Hühnerfutter und so, ne? Sonst hauen wir das Zeug raus und gut ist. Keine Ahnung. Also im Moment fällt alles. Schön, läuft. Ja, im Moment ist alles auf Rot. Leider. Ja, müssen wir gucken, sonst lagen wir es erst zwischen oder was? Ja, also jetzt bin ich auch der Meinung, dann schmeißen wir es erstmal ins Lager. Weil die Hühner haben eigentlich noch genug. Ja, so machen wir es. Ich glaube, du kannst das auch sogar. Na gut, hier weiß ich jetzt nicht bei dem Schweinefuttermischer, aber im Normalfall, wenn du ohne so eine Mischer spielst, kannst du es, glaube ich, auch den Schweinen füttern, ne? Sorghum. Ich bin Schwein. Der Meinung, dass das als geht. Getreide. Ja, gut, als Getreide, ja, ja. Oh. Obwohl zählt hier so unter Getreide? Fragezeichen. Das ist so eine Sache, ne? Aber wie gesagt, im Spiel funktioniert's. Das heißt kann ja... Mal Testen. Testen, genau. Aber das heißt ja nicht, dass das im wahren Leben auch so ist, was im Spiel funktioniert, ne? Ja, weil deswegen bin ich auch überlegen, weil so mit Hirse habe ich jetzt so nicht so viel zu tun, auch nicht so viel im Kopf jetzt, was damit gemacht wird eigentlich. Aber da können ja uns gerne die, ich denke mal, unsere treuen Freunde der Community weiterhelfen. Hirsebrei. Hirsebrei, ja. Du bekommst eins auf die Hirse. Das kenne ich auch noch. Ja. Das kenne ich nur wieder, du kriegst eins auf den Wirsing. Oh. Also ist auf jeden Fall beides essbar. Richtig, und gesund eigentlich. Also Hirse weiß ich nicht, aber. Wirsing. Aber wegen Wirsing ist nicht so meins. Ah, nee, das mag ich auch mal gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich weiß noch, mein Opa, der liebte ohne Ende Hühnerfrikassee. Och, nee, ging gar nicht. Nee, oh. Da bin ich auch raus. Das sah aus, als wenn er schon mal gegessen war. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Entschuldigung, Leute, aber... Oh, nee. Nee, ist so. Geht mir ganz genauso. Gab's bei uns, als ich noch zur Schule gegangen bin, in der Schulspeisung so oft. Och, nee. Furchtbar. Oder auch hier das so... saure Nierchen oder Flecke. Oh, nee. Geht gar nicht. Hast dich immer gefreut, wenn es nach Oma und Opa ging. So eine Woche. So als Kind so in Urlaub. Aber die andere Sache war dann immer so mit dem Hühnerfrikassee. Oh. Puh. Naja. Gesprengtes Huhn habe ich immer zu, wo ich Kind war, dazu gesagt. So aus, als hättest du dem Huhn da eine... Ja, eine Handgranate. Eine Stange Dynamit in den Bauch geschoben und dann, ja, gib ihm. Ja. Dann einsammeln bitte und dann... Hey. Auf den Teller, Pfeffer, Salz dran, fertig. Genau. Leute.
Naja. Aber es gibt viele Leute, die essen das sehr, sehr gerne. Und eben auch das, was ich noch ansprach, diese Flecke oder diese sauren Nierchen. Nee. Aber gut. Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Dann nicht lieber sauer braten. Da bin ich dabei. Ein schön gemachter, schön lange eingelegter Sauerbraten, das ist auch was Feines. Ja. Bisschen Rotkohl und ein paar Klöße dabei, ja, lecker. Oh ja, genau. Das klingt. Nimm mich her. Ja, richtig. Haben wir wieder Kochtipps hier. Ja. Ja, wobei bei der Hitze jetzt, man hat gar nicht so den Appetit. Ne? Also jetzt, wo es so ganz heiß war die Tage, also das war das Letzte, woran ich gedacht habe, irgend so einen schweren Braten oder Rouladen oder irgend sowas. Wenn man sich die momentan leisten kann, nö. Ja, jetzt mal davon ganz abgesehen, aber einfach, du hast, also mir ging es so oder uns ging es so, wir hatten Appetit auf was Leichtes. Ja, Salat, Suppe. Eben. Reicht ja meistens auch. Einen schönen Salatteller. Du kannst ja alles Mögliche machen. Kannst auch ein Ei drüber schnibbeln und dann schön mit Essigöl und dann Brot dabei. Na, oder ich habe jetzt die Tage zweimal wunderschönen, ganz stinknormalen Kopfsalat gekauft. Und den brauchst du ja, da brauchst du ja nichts weiter dran machen. Ein bisschen Zitrone, ein bisschen Öl und fertig, ne? Und der hat ja so einen guten Eigengeschmack. Ganz im Gegenteil zu diesem hier Kräuselsalat, sage ich immer dazu, diesem Lollo Bionda und Lollo Rosso, diesen dunklen und hellen Kräuselsalat. Der schmeckt ja noch nichts. Da kannst du auch auf dem Grashalm rumkauen. Oh, der ist bitter, wenn du Pech hast. Naja, was bitter ist, wurde, wurde. Was mir sehr gut schmeckt, ist Radicchio. Der kann sehr bitter sein. Manchmal aber auch nicht. Also den mag ich sehr. Also ich mache meistens meinen Salat so, ich tue 3 Möhren klein schneiden oder raspeln, tue die einlegen über Nacht. Einlegen und dann tue ich Mais dabei, 2 Eier kochen, Salat, dann Mais, Kidneybohnen, alles was du so eigentlich findest und dann schön mit Essigöl und dann einfach nur die Scheibe. Ja. Gut, Kidneybohnen, das ist ja auch so eine meiner Leibspeisen, aber die darf ich an keinem Salat dran haben. Die mag meine Frau überhaupt nicht. Okay. Oh, ich könnte so eine Dose so reinessen. Auch kein Problem damit. Ja. Die fetten roten Kidneybohnen, oh, ein Traum. So, naja, ich hänge hier noch ein bisschen dran, aber allzu ewig geht es jetzt auch nicht mehr. Jetzt habe ich natürlich hier eine schöne Kante drin, weil der Drescher voll war. Ach ja, das machen wir erstmal gerade jetzt hier. Ich komme auf jeden Fall runter zu dir, bring gleich einen Kruger mit. Das kannst du gerne machen. Das wäre jetzt auch gleich wieder so eine gute Frage. Das müsste ja eigentlich jetzt gemulcht werden, ne? Weil ja das Stroh ziemlich hoch noch ist, was hier steht. Wie haben die das früher gemacht? Da gab es doch keine Mulcher, oder? Haben die das einfach untergepflügt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich glaube, für Wurzelfrüchte ist das Feld nicht prädestiniert, Holger. Das ist verdammt groß, habe ich den Eindruck. Oh gut. War ja so eine Idee, ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, du weißt ja selber. Die müssen raus, die müssen aufgeladen werden. Das ist gut Arbeit. Oder wir müssen uns da noch Arbeits- und Hilfskräfte suchen dann.
Pflücker. Nur die dann die Kartoffeln aufheben, die wir mit dem Roder aus der Erde pulen. Und ich sag mal so, es ist auch, denke ich, kein Fehler, dass du mit zwei Anhängern hierher gekommen bist. Ah, das war meine Überlegung, weil meistens ist ja immer so ein Fitzel, entweder brauchst du gar nicht, oder so ein Fitzel bleibt nicht für den zweiten. Ja, wenn du sagst, es ist mehr, dann wird es wohl anders ausgehen. Das ist mehr wie ein Fitzel, was in dem zweiten Anhänger reinkommt. War das vergessene Feld gut gepflegt? Das war gut gepflegt, gut gedüngt und wie gesagt, auch nicht zu klein. So, 91%, ja. Komme ich wieder nicht bis vor. Anders schon. Dann brechen wir hier lieber gleich die Bahn ab und fahren erstmal abbunkern. Ich bin sogar der Meinung, dass die Anhänger sogar voll werden, alle beide. Okay. Also ist kein schlechter Ertrag. Klingt doch schon mal selten. Ja. Ja, und weil wir jetzt gerade beim Thema Essen und heiß und so waren, also was wir ja auch jetzt sehr lieben, ist nachmittags mal ein schöner kleiner Eisbecher, ne? Ohne großes Tamtam, jetzt nicht mit tausend Soßen und Früchten. Einfach Schoko-Vanille-Eis, bisschen Schlagsahne. Ja, und Schokosoße darf schon ein bisschen was dabei sein. Ja. Isst du gerne Eis oder ist das nicht so deins? Ja, doch. Was ich gerne esse, ist Spaghetti-Eis mit frischen Früchten. Ja, das ist mittlerweile leider auch Richtung Gut und Böse. Oder halt dieses klassische Soft-Eis. Also das ist was... Nee. Boah, geht gar nicht. Das ist mega lecker. Also das kann ich gar nicht essen. Nicht? Nee, überhaupt nicht. Geht gar nicht. Das ist für mich kein Eis. Na doch, ist es schon. Aber ja gut, das ist was, was du ja auch so aus Kindertagen kennst. Und wir zu DDR-Zeiten, ja, unsere Leine war ja nicht so lang. Wir sind oftmals auch nach Tschechien in Urlaub gefahren. Da kann ich mich noch erinnern, die Tschechen, die hatten schon immer verdammt gutes Eis. Also jetzt nicht Softeis, sondern generell Kugeleis, ne? Ja. Richtig gut. Also das war im Vergleich zur DDR, war das ein Träumchen. Ja, und ansonsten, ne, beim Italienern schönes Eis, das ist schon eine feine Sache. Also das ziehe ich 30 Mal vor einem Pfaffeis vor, ganz ehrlich sagen. Auf der Seite bin ich jetzt fertig hier drüben. Ja, pass auf, dann fahr ich auf die andere Seite, weil das bringt ja so nicht. Ich mache jetzt hier noch den kleinen Rest weg. Das ist ja hier, denke ich, nicht so viel. Ich
Nee, weiß ich nicht. Also Soft-Eis, weiß ich, ist für mich kein Eis, weil keine Ahnung warum. Also. Ja, wie gesagt, sind wir ja wieder beim Thema, Holger. Ne? Die Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Ja. Mir schmeckt es sehr gut. Aber ich esse auch gerne halt, was ich gar nicht mag, es gab ja mal die Zeiten, und wir haben eine Eisdiele hier bei uns ganz in der Nähe, der hatte mal eine ganze Weile viele Versuche gemacht mit Chili dran und irgendwelchen Gewürzen. Also so ein Kram mag ich überhaupt nicht. Und dann bin ich sehr offen für sowas. Nee. Eis muss süß sein und da hat nichts mit Gewürzen drin zu suchen für mich. Also, gibt ja genauso bei uns hier oder in der Nähe, also in Köln, in der Nähe, das Schokoladenmuseum. Und da wird auch viel mit Chili und so Schokolade ausprobiert. Also lecker, also kann ich nur empfehlen. Das ist für mich auch so ein No-Go. Schokolade muss süß sein, sage ich immer wieder. Ist die auch im Endeffekt. Ja, aber du hast eben halt den Beigeschmack. Ne? Ja, ich hab's. Man muss es mal probiert haben. Ne? Ich hab's probiert, muss ich dazu sagen. Ne? Sonst würde ich jetzt nicht mitreden. Also, ich hab's probiert und meins ist es absolut nicht. Wieso fährt denn der jetzt wieder so schnell her? Mann. Fahr ich ja noch rein im Bestand. Mann. Lauter Schokolade und Eis. Ja, weil ich ja viele Leckereien gedacht habe gerade, das ist dann doch nicht so gut für die Arbeit. Setzen uns wieder rein, da habe ich mehr Überblick. Oh, ich habe schon einiges stehen lassen. Mindestens 50 Pflanzen. Die werden wir mal gleich noch mit verorzen. Wir haben nichts zu verschenken. Nee. So, nehmen wir mit. Ein paar Liter sind es auch. So, und dann denke ich, wird das jetzt hier die letzte Bahn. Und dann ist das Thema Sorghumhirse auch erledigt. Aber wie gesagt, ganz ansehnlicher Ertrag, bin ich der Meinung. Und es ist ja nun eine neue Fruchtart im LS22. Ich kann es ehrlich gesagt doch gar nicht so richtig einschätzen, wo man die jetzt dazwischen legen sollte. Ne? Man weiß ja, Gerste ist ertragreichste im Spiel. Dann kommt der Weizen. Hafer. Aber hier die Sorghumhirse kann ich noch nicht so richtig einordnen. Ich würde generell überhaupt mal interessieren, wo überhaupt Sorghumhirse angebaut wird. Das ist auch wieder so eine Sache. Ne? Also ich habe es hier bei uns noch nicht gesehen. Überhaupt nicht. So. Das letzte Mal abtanken und dann schauen wir mal. Also die Anhänger sehen dann recht gut aus. Ja, es wäre mir echt spannend zu erfahren, Sorghumhirse, welche Region das überhaupt, oder ob es überhaupt regionabhängig sein muss. Und sieht die im wahren Leben auch so ein bisschen sehr rötlich aus, so wie hier im Spiel? Ich meine, gut, das kann jetzt ein bisschen übertrieben sein, die Farbe, aber hat ja doch einen sehr rötlichen Touch. Also sorry, ich habe das noch nicht gesehen auf den Feldern. Nee, ich auch nicht. Wie ich schon vorhin sagte, was ich jetzt vielleicht vermute, aus der Ferne. Jetzt hat der Server gerade gespeichert und ich wollte hier das Schneidwerk ablegen. Könnten Sojabohnen sein. Also aus der Ferne sah es so aus, aber bin ich eben auch nicht sicher, ob sowas hier bei uns wächst und gedeiht. Aber du guckst ja auch immer diese NDR-Folgen. Da war ja auch jetzt so ein Ding wieder, wo da die da auf der Insel da mehrere Maissorten ausprobiert hatten, weil die ja diese Flugenten da immer hatten, die mal alles weggefressen haben.
Wann ist denn die Folge gekommen? Die weiß ich jetzt gar nicht. Meinst du die Hofgeschichten? Nee. Nee. Das war generell. Das ist ab und zu, ist das schon mal das. Wie heißt die Insel noch? Ich komme jetzt nicht drauf. Da ist ein einziger Betrieb drauf. Also so ein Bauernbetrieb, landwirtschaftlicher Betrieb. Und die haben ja mit diesen Flugenten, mit diesen Wildenten da immer so ein Problem, weil die eben alles abfressen. Aha. Und dann ist wohl so eine Firma hergegangen, also eine Firma hat sich wohl denen in Verbindung gesetzt und die haben wohl auch in der Testphase mehrere Mais-Sorten. Also die du früher anbauen kannst, quasi wie die normale Weizen, Mais-Sorte. Ich bin Mais, wieso Weizen? Mais, ich rede von Mais. Hm. Und da haben die da auf so einem Feld, ja, mehr oder weniger ein Versuchsfeld gemacht, haben mehrere Sorten angedrillt an Mais. Das hat der Lohner wohl dann gemacht für die und ja, da war wirklich dann ein, zwei Sorten bei, wo der Mais, sag ich mal, erst rauskam, wie die Enten, also Fluggänse, Enten, was das immer auch für Viecher waren, schon weg waren. Aha. Das klingt sehr spannend. Also da musst du mir mal vielleicht nochmal sagen, wann die gelaufen ist oder wie sie heißt. Dann gucke ich mir die noch an. Ich bin eigentlich da immer sehr dabei beim NDR bei diesen ganzen landwirtschaftlichen Reportagen, aber das ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Letzte Woche war das, glaube ich, 28 Minuten oder was ging das? Ach so, so vor kurzem erst, okay. Ja. Das, vor allen Dingen war dann auch einer, so ein Weinbauer, die wollen ja jetzt auf der Insel auf, also ist auch ein Versuch, Wein anzubauen. Da haben die dann auch so ein Feld da aus Paldo, was dann ginge. Okay. Ja. Muss ich mal reingucken. Also klingt auf jeden Fall spannend. Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen der Insel, ey. Verdammte Hacke. Ja, gibt's ja nur einige da oben, ne? Nordseeinsel, sagst du. Ja. Ja, Norderney. Was fällt mir noch jetzt schon spontan ein? Ich weiß auf jeden Fall nicht. Ich kenne die Inseln so oben auch da. Aber welches jetzt ist. Wangerog ja. Fällt mir ein, Spiekeroog und. Also Inseln gibt's genug. Ja, Langeoog, keine Ahnung. Ich weiß jetzt wirklich nicht, welches jetzt war. Auf jeden Fall klang das echt spannend. Das war eben halt so ein Versuch. Weil die jetzt ja auch nicht mehr, weil die Viecher da wirklich da alles kahl gefressen hatten. Die hatten so viele Verluste und. Ich sage ja, der NDR, der hat wirklich da sehr, sehr viele schöne, interessante Reportagen oftmals. Ist für mich von den ganzen dritten Programmen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit das Beste. Und eben, weil ich auch sehr, sehr gerne mit meiner Frau, wir gucken immer die Hofgeschichten an. Das ist bei uns ein kleines Ritual. Schauen wir mal Sonntagvormittag nach dem Frühstück an. Kommen ja schon freitags auf YouTube raus, glaube ich. Aber das heben wir uns immer auf und dann. Jo. Klingt spannend. Ja, ist halt schön. So. Ich weiß, der Holger hat das hier zum Durchfahren gemacht, aber. Aber mit dem kann ich auch rückwärts hereinschieben, mit dem Drescher. Meinst du das jetzt? Verstehe ich gerade. Nee, so. du hast da so eine, aber da müsste man von der anderen Seite kommen. Aber ich bin wieder von der falschen Seite reingefahren, sage ich jetzt mal. Oder was heißt von der falschen? Von der nicht so günstigen. Ja, vom Kuhhof, von dem Kuhstall oben her. Das ist blöd, ja. Genau, so. Und aber du schiebst das dann rückwärts rein und gut ist. So. Und da war ja. Bitte? Ich war jetzt gerade überlegen, was meint der jetzt? Und da wir ja zu faul zum Laufen sind, kann ich ja jetzt den kleinen Porsche wieder runter mitnehmen und komme mit dem Schlepper raus und hol die Anhänger ab. Ja, aber nicht mit dem Porsche, ne? Nein, um Gottes Willen, der. Der Arme. Der stirbt da doch unterwegs. Da müssen wir schon ein bisschen was Dickeres nehmen. Aber erstmal mit dem Porsche hier mit der fliegenden Vorderachse nach unten kommen. Das ist schon
schwierig genug. Ui, ui, ui. Der hebt fast ab hiervon. Herrlich, im Spiel fliegen die Krähen um mich rum und ich habe hier die Terrassentür offen. Und draußen sitzt auch irgendeine Krähe bei uns ja ganz in der Nähe auf dem Baum und schreit sich die Seele aus dem Leib. Ja. Die Kollegen. Ist ja auch immer mehr geworden, finde ich. Also früher gab es Krähen eigentlich nur im Winter. Aber jetzt die letzten Jahre, ich finde, das nimmt immer mehr Überhand mit den Biestern. Also ich mag die gar nicht. Und die Elstern auch. Auch. Und Eichelhäher ist wieder total rückläufig. Vor Jahren hatten wir hier Unmengen an Eichelhäher. Und jetzt die letzten Jahre auch deutlich weniger geworden. So, aufgeräumt wird später. Amseln gab es ja vor 2 Jahren auch recht wenig. Da war ja so eine mysteriöse Krankheit, wo auch viele Amseln dran kaputt gegangen sind. Da muss ich so mal immer an den Filmklassiker denken. Von Alfred Hitchcock, die Vögel. Die Vögel, genau. Aber der hatte schon irgendwas, ne? Der, also gerade jetzt, wenn du es so erzählst, da habe ich schon wieder Gänsehaut. Also. Ja, der war nicht schlecht für die Zeit. Ja, ne, heute wird alles mit mehr Computereffekten gemacht, aber was die damals zur Verfügung hatten und das Ding, das war genauso so einen grandiosen Film, fand ich auch von Hitchcock, Marnie. Kennst du den? So ein Psychothriller ist das. Der sagt mir gar nichts. Vielleicht, wenn ich ihn sehe. Also vom Namen her jetzt müsste ich eigentlich. Absolut sehenswert. Also der Mann war schon auch ein Genie, finde ich. So, ich habe hier mal den guten Eicher mit. Ich denke, der sollte das schaffen. Ich bräuchte ein bisschen Platz hier. Ja, geht los. Bin gleich da. Alfred Hitchcock hat sehr gute Filme. Genau wie Edgar Wallace auch. Aber hier spricht Edgar Wallace. Genau. Also das habe ich immer gerne geguckt. Wie ist der Kinski und wie ist der andere noch, der Engländer da? Ich komme jetzt nicht mehr. Der Engländer? Was ist ein Engländer? Nee, da hat ja der Joachim Fuchsberger mitgespielt. Dann der Eddie Arendt, meinst du den? Genau, den Eddie Arendt meine ich, ja. Das war aber ein Deutscher. Ja, war das ein Deutscher? Das war ein Deutscher, ja. So, warte mal, jetzt kann ich hier gar nicht, muss ich hinten über den schmalen Streifen raus. So, komm, zieh, Kleiner, zieh. Aber Eicher Power, der zieht durch hier. Eddie Arendt. Er hätte mal so ein bisschen das Lustige da reingebracht, fand ich. Ja, das war so ein bisschen. Ja, und der Fuchsberger war ja zu der Zeit, war ja ein junger Mann, ne, wo er da gespielt hat, war ja da so ein bisschen der Weiberheld. Ja. Was heute aber der Clooney ist, war früher der Fuchsberger. Genau. Nee, aber den Fuchsberger, den mag ich auch ganz sehr. Der ist ja auch bis ins hohe Alter auch immer seinem Humor treu geblieben. Sehr guter Mann. Wie siehst du das hier? Noch einen zweiten Grupper mitbringen oder eher nicht? Kannst du gerne machen, aber es ist vorgewendet, denke ich, bis du wieder da bist. Naja, ich muss jetzt erstmal
die beiden Anhänger hier zum Hof fahren. Und erstmal ein Silo kippen. Ne? Ja. Erstmal sichern. Ich schau grad mal. Ne, oh, kein Kalk, nix, gar nichts hier. Eine Düngestufe kannst du drauf machen. Ja, das hat mal eigentlich Form, naja. Aber dann siehst du es wieder nicht, ne? Erstmal siehst du es nicht und zweitens muss ja eh noch eingedrillt werden, also ist ja sowieso dann drunter. Ja. Und so eng sehen wir das ja nicht. Ach, nee, ganz so. Übertreiben wir das ja nicht. Wie gesagt, im Normalfall in der modernen Zeit hätte man ja sicherlich erstmal diese ganzen langen Stoppeln da gemulcht, weil die verstopfen dir jeden Flug und jeden Grubber und jede Scheibenecke. Also Scheibenecke weiß ich nicht, ob die es abgekonnt hätte. Ja, wenn du es willst, kannst du das Güllefass mitbringen. Ich mache hier auf der linken Seite das Vorgewende schon mal safe. Dann. Ja, dann bringe ich es mit. Wo hast denn du es hingestellt? Wieder oben, wo es war, oder? Beim Schweinestall, ja. Weil es ist ja auch ein bisschen Fahrerei, ne? Das ist, wenn das leer ist, wieder ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich denke, da sind wir mehr unterwegs, als was wir Gülle da auf den Acker bringen. Also ich habe auf der 14 drei Bahnen geschafft mit einem Pass. Also du kannst ja ausrechnen, wie weit du hier kommst, vielleicht zwei Bahnen. Wenn überhaupt. So, jetzt bin ich erstmal im Silo angekommen. Nehmen wir noch ein bisschen Restschwung mit. Oh, warte, was ist denn hier los? Das habe ich die falsche Abkippseite. Das kann nicht funktionieren. Hallo, was ist denn jetzt hier los? Warum geht das nicht? Abkippseite. Hinten, links will ich doch haben. Mann. Und wen ich auch immer gerne geguckt habe, früher war die Miss Marple, die war auch gut. Ja, die schrullige alte Dame. Es war schon cooles Zeug, ne? Also, die Schwarz-Weiß-Film halt, ne? Weiß nicht. Sehr schön eigentlich. Also, mir haben sie gefallen. Das war immer spannend. Ja, ich habe jetzt auch so dann auch gerne geguckt. Also, zu Nachwendezeiten. Stahlnetz habe ich gerne geguckt, ne? Was ja quasi der Vorläufer vom. Na, Polizeiruf hätte ich beinahe gesagt. Ne, wie hieß es? Tatort war, ne? Keine Ahnung, kenn ich. Mehr oder weniger. Was ich immer früher gucken musste, das war, Jo, Harry, hol du den Wagen. Keine Ahnung, wie ist das mehr? Na, Derek. Ja, genau. Oh, nee, das ging ja gar nicht. Und der Alte, nee, das haben meine Eltern immer geguckt. Ja, das war auch nicht mein Zeug. Ja, genau, der Horst Tappert, der hat ja immer zu dem. War es der Fritz Wepper oder der Elmar Wepper, der immer den Wagen. Harry, fahr schon mal den Wagen vor. Ja. Das war irgendwie so ein Standardspruch, keine Ahnung. Nee. Was ich auch gerne gesehen habe, war Auf Achse mit dem Manne Krug. Die Serie, kennst du die? Das war Pflichtprogramm, klar. Also das war was ganz was Großes.
Franz Merstonk und wie hieß der andere? Günther Willers. Günther Willers, genau. Das war so Standard. Hier rennen die Rehe über den Hof, das ist eine wahre Freude. Ja, das war früher noch richtig Fernverkehrerlebnis. Also das war nicht wie heute. Tja, heute wird nur noch vom Disponenten auf dem Monitor geschaut, wo der GPS-Tracker den LKW anzeigt, ne? Ja. So, warte mal, Güllebecken war ja hier vorne. Ja, die Trucker-Romantik, das haben wir ja schon mehrmals angesprochen, ne? Die es früher mal so noch gab, die gibt es nicht mehr. So, oh, das war ja gar nicht leer, das Fass. Nee, ganz nicht. Also, wir könnten hier Rehbraten, wir könnten den ganzen Ort hier mit Rehbraten versorgen. Was mir jetzt hier alles vor dem Trecker rumgerannt ist an Viechern. Also, ist ein bisschen übertrieben, aber das ist ja nur im Hof so, komischerweise. Ja, es ist alles ein bisschen too much, finde ich. Ich meine, schön und gut, wenn da noch ein paar Tiere außer den Vögeln dazugekommen sind. Aber, ja. So einen schönen, heiseren Motorsound der Eicher hier, das ist einfach nur schön. Ja, ich denke, beim nächsten Video müssen wir uns dann mal auch um die Molkerei kümmern. Wir haben jede Menge Milch, die wir wegbringen müssten. Dann hattest du ja oben in der anderen Produktion Bescheid gesagt, dass die erstmal ein bisschen Piano machen sollen. Was war das gleich? Mehl, ne? Ja. Aber das Brot können wir dann, denke ich mal, weiter veräußern bei der Bäckerei. Eventuell. Genau. Also im Prinzip, ja. Wie immer, die Arbeit geht uns nicht aus. Nee, das nicht, das stimmt schon. Uiuiui, ui, ui, was war denn das hier für eine Bodenwelle? Jetzt hat er aber vorne abgehoben. Hier ist auch eine Stelle auf der Map, wo es immer ein bisschen ruckt. Ich weiß nicht, immer nur auf der einen Stelle hier. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Bodenschätze unterirdisch sind. Weil sonst läuft die ja komplett flüssig. Andere Seite kannst du anfangen. Nicht stehen bleiben. Ja, später. Ja, das haben wir schon wieder klar. Ja. Später. Ich passe jetzt mal auf, genieße mal noch ein bisschen mit den Zuschauern den Sound hier vom schönen Schlüter. Ja, der klingt schon auch geil, ne? Muss ich sagen. Oh. Und fährt auch gut. Genauso wie der Eicher hier. Also das ist auch einer meiner Favoriten hier. Schön. Er hat noch keine Hupe. Naja, gut. Aber ich wollte gerade sagen, Arbeit ist schön. Ich könnte den ganzen Tag zugucken.
So, du bist ja jetzt auch fertig, dann hätte ich dir hier ein Bierchen mitgebracht vom Hof. Ist die Stunde schon wieder rum, Mann. Ja, schon länger vor allen Dingen. Oh, der Sprit ist aus. Also der Drescher hat noch ungefähr ein knappes Viertel drin, und dann ist gut. So. So. Ja, danke. Wir haben es aber geschafft, ne? Und wir haben eigentlich viel geschafft heute. Mais gelegt, wir haben gedroschen, wir haben gegrubbert, du hast noch gegült, die 14. Ja. Wir waren nicht faul, würde ich sagen. Und ja, ich hoffe, ihr seht es auch so. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir euch wieder schön ins Wochenende geleiten konnten mit unserem ja, reichlichen Stundenfilmchen und dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch mal schon ein schönes Wochenende und die letzten Worte hat natürlich der Holger. Macht's gut, tschüss. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen, aber es hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, war sehr umfangreich heute. Wenn ihr Sorge um hier so und so, was wir gefragt haben, wer es weiß, schreibt gerne rein, wisst in den Kommentar. Wir freuen uns, wenn wir immer was dazulernen. Dann würde ich sagen, von mir auch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao.